Chef on Air. Und da haben wir diese Woche eine ganz spezielle Woche. Dreht sich im Prinzip rund um Helen Hein und Market Dialog. Und da sind jeden Tag sehr spannende Gäste dabei. Und auch heute am Freitag ein ganz besonderer Gast, nämlich der Bürgermeister von Eschborn, Adnan Şaik. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Sehr gerne, sehr gerne. Wir sind sehr gespannt, auch dann, wenn wir gleich darüber reden, wie dann der Zusammenhang mit Helen Hein ist. Und dann wollen wir natürlich auch den Blick auf, ja, im Prinzip Eschborn im Verhältnis zu Frankfurt. Wie sieht das der Bürgermeister von Eschborn? Naja, in der Ankündigung hatte ich per Mail geschrieben, naja, Frankfurt ist die Vorstadt von Eschborn. Deswegen habe ich gefragt. Aber Spaß beiseite, nicht erst seit dem neuen Oberbürgermeister hier in Frankfurt, sondern auch zuvor ist es mir immer wieder ganz, ganz wichtig gewesen, dass ich uns hier in der Region als Region verstehe und nicht gegeneinander, sondern ein klares Miteinander, denn ich glaube, wir haben genügend Herausforderungen vor der Brust und die können wir nur gemeinsam lösen, wenn wir beide gemeinsam in die gleiche Richtung und auch vor allem am gleichen Strang ziehen. Da spricht der Politiker, aber da spricht der gute Politiker. Man hört ja alles Mögliche heute, aber das sind sehr wahre Sätze, die man sich von anderen, glaube ich, heute auch wünscht, wenn man so ein bisschen rumguckt, oder? Ja, ich glaube schon, aber auch schon in den Jahren, seitdem ich im Amt sein darf, seit 3,5 Jahren, war es mir immer wieder wichtig, dass wir die Region im Blick behalten und jetzt nicht nur an der bis zur Gemarkungsgrenze denken. Und der Blick von Eschborn nach Frankfurt oder andersrum, das ist ein sehr kurzer Blick, denn wir müssen letztendlich nur über eine einzige Straße gehen und dann sind wir schon von der einen Stadt in die andere gegangen. Und da ich ein Kind aus der Region bin in Frankfurt groß geworden und habe zum Schluss die letzten Jahre in Unterliederbach gewohnt. Auch da kann man Eschborn ganz gut sehen und andersrum ganz genauso. Darüber reden wir gleich, was da alles in Eschborn los ist und was der Bürgermeister da gerade so macht, was er für Ideen hat, was für Mensch ist er eigentlich. Das klären wir jetzt aber erstmal. Zwei Musiken zum Entspannen mit Nico Santos und mit No 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 und auch Raul Helmers Studio. Hallöche. Chef on Air die ganze Woche im Zeichen von Helen Hein und Market Dialog. Heute mit dem Bürgermeister von Eschborn. Und wir hatten ja die ganze Woche schon sehr spannende Gäste, Redner, Coaches und alles hatte irgendwo eine Verbindung mit Helen Hein und Market Dialog. Da stellt sich natürlich schon die Frage, was hat der Bürgermeister von Eschborn mit der Frau zu tun? Also die offensichtlichste Antwort ist natürlich, ihr Unternehmen sitzt in Eschborn im Gewerbegebiet. Ah ja, das und von daher kennen wir uns auch. Schon ein oder zweimal ihr Unternehmen besucht und das ist so die offensichtliche Erklärung. Aber es gibt noch eine Geschichte hinter der Geschichte. Ah. Und das ist, in meinem früheren dunklen Leben war ich Lehrer, war ich Schulleiter, auch in Eschborn. Aha. Und da habe ich. An welcher Schule? An der Heinrich-von-Kleist-Schule. Das ist die einzige weiterführende Schule im Ort und dementsprechend auch die beste weiterführende Schule am Ort. Natürlich. Und ich habe ihre Tochter, die Laura Hein, die habe ich über viele, viele Jahre begleiten dürfen. Insgesamt, wenn ich zusammenrechne, waren es 5,5 Jahre, die ich sie im Unterricht hatte. Das ist eine ganz, ganz angenehme. Ist auch eine lange Zeit. Ist das heute noch so? Da gab es doch mal so eine Regel, dass irgendwie alle paar Jahre die Lehrer wechseln müssen. Ist das nicht so? Das ist auch heute so, aber sie war zwangsläufig bei mir. Sie war in der Klasse, die ich damals als Klassenlehrer hatte. Das waren 2,5 Jahre und nachher hatte sie mich auch noch als ihren Englischlehrer. Den Trick habe ich auch gemacht bei meiner Frau Klavon, ganz genau, ja. Hat sie sich ausgesucht, sage ich mal ganz locker, hat sich natürlich auch den Besten ausgesucht. Natürlich. Und wir hatten, wie ich finde, wirklich eine ganz, ganz tolle Zeit, zumal nicht nur sie selbst als Schülerin sehr, sehr nett war, sondern auch der gesamte Kurs, den ich damals haben durfte. Also es war eine wirklich schöne und angenehme Zeit. Da gibt es also dann eine doppelte Verbindung. Wie ist das jetzt? Kommen wir wieder zurück zum Bürgermeister. Bürgermeister ist ja normalerweise ein Ehrenamt. Wie sieht das aus in Eschborn? Ist das da auch noch so? Weil eben gesagt war, Sie waren mal Lehrer, heute nicht mehr. Nein, ich bin immer noch hessischer Beamter, bin aber freigestellt für meinen Job, den ich heute machen darf. Ich bin Wahlbeamter, dadurch, dass ich für 6 Jahre gewählt wurde im Jahre 2019 und habe dann das Amt 2020 antreten dürfen und bin für diese Zeit freigestellt. Und dann am Ende ist es die Frage, wie geht es nach der Wahlzeit oder der Amtszeit von 6 Jahren weiter. Das ist je nach Wiederwahl entscheidet man ja dann, das ist ja die direkteste Form von Demokratie nach wie vor, dass man den Mann da oben an der Spitze direkt persönlich wählt. Ja, die Bürgermeisterwahl ist eine sogenannte Bürgermeister-Urwahl. Das heißt, jeder wird aufgefordert, direkt zu sagen, den möchten wir oder den wollen wir nicht haben. Wie ist gefühlt die Stimmung? Wie ist so aus Bürgermeistersicht, nach 3,5 Jahren haben wir ja gerade gehört, sind Sie angekommen und angenommen worden?
Dadurch, dass ich vorher schon in der Stadt... als Lehrer, ne? Nicht nur als Lehrer, sondern auch als Schulleiter einer Schule, die sehr nach draußen gedrängt hat und die auch in dem Stadtgebiet heute immer noch eine ganz wichtige Rolle eingenommen hat, hatte ich schon einen gewissen Bekanntheitsgrad. Mhm. Und da sind einige Kinder durch meine Büros gegangen. Und insofern kannte man mich schon ein wenig. Also ich habe bei meiner eigentlichen Wahlkampagne nicht bei Null angefangen, war auch vorher schon im Magistrat 3 Jahre ehrenamtlich tätig. Ob ich angekommen bin? Ja, das auf jeden Fall. Ich gehe sehr, sehr gerne in mein Büro. Und das wollte ich gerade fragen, ist Bürgermeister in der heutigen Zeit, was ist das, Traumjob? Ist es Pflichterfüllung? Wie sagt der Bürgermeister selbst, was sagen Sie zu Ihrem Job? Wie fühlt sich das an? Ist ja schon eine größere Stadt, ist ja nicht so ein kleines Vorgärtchen, wo man mal hobbymäßig Bürgermeister ist, sondern sogar freigestellt. Kleines Vorgärtchen, das habe ich zu Hause. Aber die Stadt Eschborn sind 22.000 Einwohner und auch eine gewisse finanzielle Stärke, die wir haben. Da reden wir gleich noch drüber. Aber wenn Sie mich fragen, ob Pflichterfüllung oder Traumjob, auf jeden Fall Zweiteres. Echt? Auf jeden Fall. Also es macht mir unheimlich große Freude und ich bin auch sehr dankbar, dass ich diese Aufgabe machen darf, jetzt für die erste Amtszeit. Und ganz viele Themen, die wir aktuell haben und bei denen ich dann mit dabei sein kann, um diese Stadt weiterzuentwickeln. Nicht für mich persönlich, sondern auch vor allem für die Bürgerinnen und Bürger, die da leben, aber auch für die Gewerbetreibenden, die, wie ich finde, gute Voraussetzungen haben, um ihr Gewerbe zu betreiben. Aber wir wollen natürlich die bestmöglichen Voraussetzungen schaffen, dass wir auch in Zukunft noch so aufgestellt sind, wie wir heute aufgestellt sind. Also das sind sozusagen dann auch so die Herzensprojekte, die man dann auch umsetzen kann. Muss man als Bürgermeister in der Stadt auch wohnen oder vorhin fiel mal Unterliederbach, also das heißt so mindestens in der Gegend, denke ich mir mal, oder? Früher, also ich bin in Unterliederbach groß geworden, das habe ich auch sehr gerne gemacht, das hat eine wunderbare Kindheit gehabt, aber seit 2000 wohne ich in Eschborn und seit 2002 arbeite ich da und ich wohne auch dort. Aber auf die Frage zu antworten, nein, man muss nicht zwangsläufig in der Gemeinde wohnen, in der man als Bürgermeister gewählt wird. Aber es hilft wahrscheinlich schon. Und wir reden auch gleich über die Wirtschaftskraft. Das ist ja Eschborn gerne und häufig mal eine Diskussion. Zwischendurch aber erstmal Michael Patrick Kelly mit Throwback. Chef on Air. Heute mit dem Bürgermeister von Eschborn zu Gast, mit Adnan Scheik. Adnan Scheik, um das auch mal aufzulösen, spricht astrein Deutsch, aber vom Namen her mutmaßt man da ja irgendwie einen Hintergrund, der irgendwie, sagen wir mal, jetzt nicht Michael Müller ist. Also. Stimmt, aus dem Namen kann man ganz gut sehen, ich bin Bio-Deutscher. Das heißt, mein Vater kam aus Pakistan, ist leider schon verstorben. Meine Mutter kommt aus dem Sauerland, wo ich auch selbst geboren bin, aber... In Sauerländer? Ich bin Sauerländer, ja, in Schmallenberg geboren. Und meine Mutter kommt ursprünglich aus der Kreisstadt Olpe. Wie viele Seelen hat Schmallenberg? Weniger als Eschborn. Aber aufgewachsen und groß geworden bin ich hier im Rhein-Main-Gebiet, also vielmehr in den westlichen Vororten von Frankfurt. Ja, also da sind dann die Wurzeln gesetzt worden für Eschborn, haben wir ja eben gerade schon besprochen. Reden wir aber über die Wirtschaftskraft. Da macht Eschborn ja hier und da mal Schlagzeilen. Also der Weggang der Börse dahin und etc., was da an Bürotürmen, wo wir alle wahrscheinlich irgendwann mal vorbeifahren Richtung MTZ oder von links nach rechts Wiesbaden etc. Ist das immer noch so, dass da Eschborn, ich glaube, die reichste Stadt Hessens so ist, oder? Zumindest sind wir gut aufgestellt. Sehr vorsichtig, diplomatisch. Wir haben eine gewisse Wirtschaftskraft und Wirtschaftsstärke, auf die wir glücklich und stolz sein können. Aber wir sind vor allem dankbar, dass wir auch durch die Nähe von Frankfurt eine gewisse Attraktivität haben, an der wir aber auch tagtäglich arbeiten müssen. So haben wir gerade heute eine besondere Ausbildungsbörse direkt in Eschborn. Um 9 Uhr habe ich sie noch gemeinsam mit der Leiterin unserer Wirtschaftsförderung eröffnet. Und da ist es so, dass wir anbieten, dass junge Menschen, also Schülerinnen und Schüler, sich in unterschiedlichen Unternehmen reinbuchen können. Sie gucken sich die an, weil sie eben auch bei uns in Eschborn ihre Türen geöffnet haben. Und dazu gehört unter anderem auch Market Dialog. Auch die haben für heute Vormittag die Türen geöffnet, sodass man als
junger Schüler, junge Schülerin gucken kann, ist es etwas, wo ich mich später mal finde? Wie ist so dieses Look and Feel, wie ist die Atmosphäre, wie ist selbst Helen Hein als Geschäftsführerin und Inhaberin? Und das machen wir unter anderem deswegen, damit sich unsere Gewerbetreibenden bei uns nicht nur wohl, sondern absolut pudelwohl fühlen. Das heißt also, man versucht als Bürgermeister auch so ein bisschen die Geschicke mitzulenken, weil man kann ja nicht irgendeine Firma verpflichten, ihr kommt jetzt zu uns, sondern das ist ja zum Glück alles freiwillig. Und was hat man da für Steuermöglichkeiten? Also das war jetzt eine davon. Was könnt ihr noch machen? Infrastruktur beispielsweise, dass wir einfach ein bisschen mehr machen, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mit einem Unternehmen zu uns kommen, kurze Wege haben, dass nicht jeder mit dem Auto fahren muss, dass wir beispielsweise ÖPNV aufbauen, dass wir über Fahrradverleihsysteme es so hinbekommen, dass die letzte Meile, das heißt von der ÖPNV, von dem Haltepunkt bis zur eigenen Firma. Also Park and Ride quasi nicht nur mit dem Auto, sondern auch mit dem Fahrrad. Genau, da haben wir, was es hier auch in Frankfurt gibt, Corlebike als Anker und da die Infrastruktur aufzubauen, dann natürlich auch einen attraktiven Gewerbesteuerhebesatz, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Und eben auch durch weitere Möglichkeiten der Vernetzung die Chance zu geben, dass sich die Unternehmen wirklich wohlfühlen. Ich war heute Vormittag beispielsweise bei Trend Tours, einem Marktführer im Bereich des Urlaubs und der Urlaubsreisen. Und denen haben wir auch unterschiedliche Chancen gegeben, dass wir beispielsweise auch hier unseren Nahmobilitätsbeauftragten vorbeigebracht haben und da der Austausch stattgefunden hat, damit sie sich letztendlich gewertschätzt fühlen und zum Ende dann einfach pudelwohl fühlen bei uns in Eschborn. Ist es so, dass dann Firmen auch mal auf die Stadt zukommen und Wünsche äußern, wo man dann auch mal so gefordert wird und sagt, oh ja, hier noch eine Abfahrt oder wenn jetzt ein großer sich wieder anbietet und sagt, wir kommen da zu, wie heißt dieser große Gewerbepark, wenn man reinkommt zum Beispiel? Also Gewerbegebiet Süd. Ja, genau, da ist ja noch Platz und da wäre jetzt, wenn jetzt irgendeiner, der richtig wirtschaftliche Kraft hätte und der sagt, ja, wir brauchen da noch irgendwie eine Auffahrt oder sonst irgendwas, würde man sowas dann versuchen können? Also wegen eines Gewerbesteuerzahlers eine ganze Auffahrt zu machen. War nur ein Beispiel. Aber was wir gemacht haben, weil wir eben auch regelmäßig über Unternehmensumfragen wirklich herausfinden wollen, und zwar analytisch herausfinden wollen, wie es unseren Unternehmen geht und was denen unter den Nägeln brennt, haben wir vor einigen Jahren noch eine zusätzliche Autobahnabfahrt direkt in das Gewerbegebiet Süd gebaut. Die durfte ich vor 2 Jahren eröffnen und daran kann man wirklich erkennen, wenn wir solche Infrastrukturprojekte umsetzen, dass es dann schon für den einen oder anderen nochmal eine erhebliche Erleichterung ist, noch neue Mitarbeiter zu finden, weil das ist auch ein Thema. Wenn ich in einer staureichen Region bin und suche Mitarbeiter, dann sagt das eine oder andere Unternehmen, ich finde keine mehr, weil viele sagen, ich würde gerne kommen, aber ich möchte keine halbe Stunde jeden Tag hin- und rückzugs im Stau stehen. Chef on Air. Heute zu Gast der Bürgermeister von Eschborn. Ich habe gerade eben schon erzählt, Eschborn, wenn ich so vorbeifahre, dann sehe ich da Betonskelette oder fertig gebaut. Jetzt wird gerade wieder, haben wir gerade drüber gesprochen, Samsung zieht wohl nach Eschborn, was den Bürgermeister wahrscheinlich freut. Ja, auf jeden Fall. Besonders freut es mich, dass Samsung bei uns in der Region bleibt, also direkt in meinen Taunuskreis. Ja. Kommen aus der Nachbargemeinde Schwalbach und werden nächstes Jahr bei uns einziehen. Wenn ich da so also vorbeifahre und ich fahre nach Bad Soden in dem Fall, sehe ich da viel Beton, dann fahre ich mal durch die Stadt, dann fahre ich durch diesen Trog, durch diese Durchführung. Und kürzlich war ich da mal mit Family unterwegs bei einem Fest, was neulich bei euch war. Wie hieß das noch? Das ist das traditionelle Eschenfest. Danke, genau, das Eschenfest. Und da habe ich ein ganz anderes Eschborn kennengelernt, das kannte ich gar nicht. Das war dörflich, da floss ein Bach lang, das war gemütlich. Was macht denn den Charme aus von Eschborn, abseits dieser Betonskelette und der Wirtschaftskraft? Das ist eben genau diese wunderbare Mischung, die wir haben. Wir haben auf der einen Seite die unterschiedlichen, insgesamt bei uns 5 Gewerbegebiete, aber wir haben auch die wunderschönen beiden Stadtteile. Wir haben Eschborn in Niederhöchstadt mit sehr, sehr schönen Gebäuden gerade. Sie haben das Eschenfest angesprochen. Das ist unten direkt an der Esche. Mhm. Das heißt, wo auch das Museum und die Kirche sind am Eschenplatz. Ganz tolle Gebäude. Und dann haben wir noch den wunderschönen Stadtkern von Niederhöchstadt mit dem wunderbaren Skulpturenpark mit ganz viel Kunst im öffentlichen Raum. Und wer heute mal oder wer jetzt aktuell durch das Kulturprogramm unserer Stadt geht, der wird viele, viele versteckte, ganz, ganz wunderbare Orte finden. Denn dort bieten wir auch Kultur an unbekannten Orten an.
Und das fällt natürlich wahrscheinlich auch leichter, wir haben über die Wirtschaftskraft gesprochen, da muss man dann nicht jeden Taler umdrehen. Ich glaube, das ist dann, da kann man auch als Bürgermeister wahrscheinlich ein bisschen was Gutes zurückgeben, oder? Ja, über den Haushalt entscheidet ja letztendlich die Stadtverordnetenversammlung, das heißt die gewählten Politikerinnen und alle zusammen dann in der Quotierung. Aber auch gerade bei unserem rundum sorglos Kulturprogramm, das bieten wir nicht allein an, sondern immer in guter Zusammenarbeit mit unseren Vereinen vor Ort. Das heißt, wir stellen die Bühne, wir stellen Musik. Und das Catering in Anführungszeichen, das kommt von örtlichen Fußball-Sportvereinen, von der Feuerwehr. Von Mutti. Und das ist, also ich sage Ihnen, wenn ein Fußballtrainer eine Wurst gedreht hat, dann nimmt man die dankbarer an, als wenn das von einem Professionellen oder von einem letztendlich Kaufmann ist, der das dort macht. Stimmt, ja. Das ist da, wo ich so auf den alten Pfaden wandle, wenn dann da der Volleyballverein oder was oder der Rembrücker Glühwein am Weihnachtsmarkt, da reden wir lieber weiter. Ja, also es stimmt schon. Und dieser Zusammenhalt in unserer Stadt eben mit den ganzen Ehrenamtlichen, die unterwegs sind, das macht uns erst wirklich reich. Wir sind wohlhabend aufgrund unserer Finanzkraft, aber der eigentliche Reichtum, der kommt durch unser Ehrenamt, durch unsere Bürgerinnen und Bürger, die sich ganz bewusst für ihre Stadt einbringen und investieren. Ist der Eschborner anders als der Frankfurter, der Mensch, der da lebt, die Bürger? Ich glaube, sie sind ein wenig, ich will nicht sagen dörflicher, aber Kleinstädte. Da kennt man noch deutlich mehr, gerade so die alteingesessenen Familien, aber auch die zugezogenen. Ich hatte ja vorhin gesagt, ich war früher in der Schule tätig. Da gibt es eben eine weiterführende Schule. Und dann ist es relativ klar, wenn, so ist es auch bei meinen beiden Kindern, da hat jetzt meine Tochter gestern noch ihre letzte Abiturprüfung gehabt. Und das ist klar, dass unser Jüngerer, der 15-Jährige, auch auf diese Schule gegangen ist. Er war auf der gleichen Grundschule, der war fast im gleichen Kindergarten und so. Und man kannte die Lehrer schon, ne? Ja, aus unterschiedlichsten Perspektiven. Ja. Und insofern, das macht eben eine kleinere Stadt mit 22.000 Einwohnern aus. Und das muss man ja auch aktiv wollen. Ich hatte mich dann auch gefragt, wenn man dann Familie irgendwann überlegt, Stadt, das Zentrale oder doch ein bisschen Grün. Ich habe mich auch fürs Grün entschieden, also ich kann es gut nachvollziehen. Und das ist, glaube ich, was auch ein bisschen so die Zukunft vielleicht auch ist. Wie ist denn die Zukunft von Bürgermeisterseite aus von Eschborn so, wenn wir 5 Jahre vorausgucken? Naja, zum einen, wir haben eben noch diese Attraktivität, dass wir so nah an Frankfurt sind und eben auch die Infrastrukturen von Frankfurt mit nutzen können, dass wir eben in 15 Minuten mit dem Auto am Flughafen sind. Wir sind schnell am Hauptbahnhof, wir sind allerdings auch schnell an der Alten Oper und auch im Zoo. Aber wir sind auch in 20 Minuten oben im Taunus. Und diese wunderbare Randlage, ich sag mal westlich von Frankfurt, die ist wunderbar. Aber wo der Bürgermeister von Eschborn die Stadt in 5 Jahren sieht, noch ein bisschen besser aufgestellt als aktuell. Wir planen, eine neue Stadthalle zu bauen. Ui. Das ist ein ganz, ganz großes Projekt. Und wie groß soll die dann werden? Ist ja auch ein wichtiges Thema, sowas. Also das sind, aktuell planen wir zwischen 500 und 600 Zuschauerinnen und Zuschauer, die dann dort sitzen können. Ich hatte ja gerade schon gesagt, wir haben ein sehr ausgefeiltes, qualitativ hochwertiges, aber sehr breites Kulturprogramm, das dann unsere Bürgerinnen und Bürger dann nochmal auf einem anderen Niveau erleben können. Und gleichzeitig planen wir auch eine neue Bücherei am Rathausplatz zu bauen und auch unser Rathaus selbst zu sanieren und zu erweitern. Und das Ganze ist ein Projekt, was uns seit mehreren Jahrzehnten in unserer Stadt beschäftigt. Sowohl die Bürgerinnen und Bürger als auch die Stadtpolitik. Aber ich hoffe, dass wir es sehr zeitnah umsetzen können. Und der Adnan Schalk zieht es dann durch. Das ist zumindest das ausgesprochene Ziel, genau. Chef on Air mit dem Bürgermeister von Eschborn. Und wir haben ja schon ganz viel auch über die Stadt gehört. Worüber wir noch nicht so viel gesprochen haben, ist über das, was unter der Stadt läuft. Und das ist momentan ja in aller Munde, also nicht nur im Main-Taunus-Kreis, sondern deutschlandweit, Digitalinitiative. Jeder nennt es ein bisschen anders. Wie steht denn da Eschborn da, so Glasfaser und digitaltechnisch? Beim Glasfaserausbau sind wir ganz gut aufgestellt. Da müssen wir aber auf alle Fälle noch ein bisschen zuarbeiten. Was mir wichtig ist, dass wir Digitalisierung, das ist ja das große Überthema, nicht zum Selbstzweck machen, sondern dass es immer einen Nutzen hat für die Bürgerinnen und Bürger. Und in meiner kleinen, feinen Traumwelt ist es so, dass ich in einigen Monaten oder vielleicht Jahren leider von zu Hause aus meinen neuen Personalausweis beantragen kann. Dass ich von zu Hause aus einen neuen Reisepass oder Führerschein beantragen kann und nicht unbedingt
beim Führerschein muss ich letztendlich ins Kreishaus gehen und nach Hofheim zur Führerscheinstelle, genau, aber ein Personalausweis, ein Reisepass, dass ich den quasi von zu Hause aus machen kann. Allerdings, was wir schon in unserer Stadt schon umgesetzt haben, dass ich den quasi 24/7 abholen kann. Das heißt, ich gehe ins Rathaus und kann direkt dort vor Ort mir auch ein neues Bild schießen lassen. Das wird digital dann rübergespielt zum Mitarbeiter. Ich unterschreibe und gebe die entsprechenden Daten ein, wenn die noch nicht da sein sollten. Und dann kann ich sagen, ich hätte gerne die Möglichkeit genutzt, in einem sogenannten Ausweis-Pass-Terminal meinen Ausweis dann beispielsweise auch am Wochenende oder nach Dienstschluss abzuholen. Das heißt, wir haben so ein großen Safe-ähnliches Gebilde dann vor dem Rathaus beziehungsweise vor dem Bürgerbüro. Das sind so die kleinen Dinge, die wir machen können. Aber das klingt schon ganz sexy, muss ich sagen. Das hat was. Ich finde es mega sexy. Und was ich auch total sexy finde, ist, dass wir jetzt einen neuen Fahrradweg bauen. An dem bauen wir schon viel zu lange. Aber der hat beispielsweise auch smarte Beleuchtung. Ne? Das ist eine Beleuchtung, die runtergeht, die sich runterdimmt, wenn keiner entlang fährt. Und dann hochfährt, wenn einer vorbeifährt? Ja, genau so ist das. Das ist cool. Schon ziemlich cool. Ja. Und auch da, das machen wir nicht zum Selbstzweck, aber das machen wir um... Energiesparend eigentlich auch, ne? Energiesparend, es schont die Umwelt, also kein Licht noch. Streulichtlicht, genau, ja. Und auf der anderen Seite, es hat aber trotzdem noch einen hohen Qualitätsfaktor beim Thema Sicherheit, weil ich möchte nicht in die Dunkelheit reinfahren, sondern das Licht läuft quasi mit und läuft auch mit ein oder zwei Lampenposten schon voraus. Ich fahre also niemals in die Dunkelheit, sondern fahre immer Richtung Licht und hinter mir dimmt es dann nach einer Weile wieder runter. Das finde ich schon ziemlich gut und das ist die Zukunft. Guck mal an, was da in Eschborn so alles geht. Was geht denn eigentlich mit dem Privatmann? Was macht der Bürgermeister denn mal, wenn der Adnan Scheik mal nicht von der Helen Hein die Kinder in der Schule hat und dabei Spaß hat, aber da vielleicht auch nochmal zu Market Dialog, so die Verbindung zu jetzt einer regionalen Unternehmung wie dieser, die hält man dann auch aus wirtschaftlichen, manchmal auch aus privaten zusammenhängenden Gründen oder wie aus beides. Als erstmal ist Helen Hein eine ganz, ganz wunderbare Frau. Also total agil, so voller Energie, das ist schon echt bewundernswert. Das haben wir hier auch im Sender schon gehört, ja. Und dann, wie gesagt, gerade mit ihrer Tochter, da hatte ich die engsten Verbindungen aus der Familie, weil ich es eben lange begleite, auch eine ganz tolle junge Frau. Aber ihr Unternehmertum, das ist schon sehr beeindruckend und allein schon deswegen ist die Verbindung vielleicht zu ihr ein bisschen intensiver und enger als vielleicht zu den anderen über 4000 Unternehmen, die wir bei uns in unserer Stadt haben. Für die es am Anfang der Woche nicht mitbekommen, kann man das kurz zusammenfassen, was schwer ist, aber was Helen Hein macht mit Market Dialog, weil das haben wir jetzt ja sozusagen Standalone nochmal kurz erwähnt, was ist das? Das ist letztendlich eine Vertriebsexpertin, die in dem Vertrieb tätig ist und das Besondere an Helen Hein ist, dass in ihrem Unternehmen mit etwa 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dass sie sehr agil sind, dass sie großen Wert darauf legen, dass sie auch möglichst viele Chancen bietet, dass man, das geht ja ein Stück weit auf Ihre Frage zurück, Beruf und Familie unter einen Hut bekommt. Und auf der einen Seite ist sie sehr agil, aber setzt eben auch auf über 20 Jahre Erfahrung auf. Und ich glaube, dieses Paket, dieses Gesamtpaket, das ist schon was ganz Besonderes. Und eine sympathische Dame noch dazu. Jetzt mal zum Bürgermeister und der Frage, was das für ein Privatmann, was macht der Oberbürgermeister der Stadt Eschborn, Adnan Scheik, zum Beispiel nach Feierabend? Oder hat er nie Feierabend? Eigentlich, das mag meine Frau so gar nicht hören, aber eigentlich hat ein Bürgermeister der Stadt Eschborn nie frei. Also Bürgermeister ist man nicht von 8 bis um 5, sondern ist man 24/7. Allerdings, man muss immer den Kopf irgendwie frei bekommen. Also wenn man so viel da macht und tut und beleuchtete Wege und sonst irgendwas, dann muss man da irgendwann mal alles wieder ein bisschen frei bekommen. Gerne einfach Quality Family Time zu haben. Das heißt, dass wir uns einen Hund schnappen, wir haben so eine kleine Fußhupe zu Hause, dass wir schön... was ist das für ein? Das ist ein zugelaufener, gebrauchter Hund, den wir seit 10 Jahren haben. Das ist ein ganz goldiger, das ist eine Mischung aus Jack Russell und Dackel. Das heißt, der hat auch wirklich Feuer im Hintern. Jack Dackel. Genau, Jack Dackel. Und mit dem Henry gehen wir eben schöne Spaziergänge machen. Mit den Kindern probieren wir so viel es geht, auch Zeit zu verbringen. Mit 15 und 19 ist der Hang, mit den Eltern viel Zeit zu verbringen, auch eher nicht so stark ausgeprägt. Aber auch einfach schön in den Urlaub zu fahren. Und da können wir am besten abschalten, wenn wir ein wenig draußen sind aus Eschborn, beispielsweise auf unserer Lieblingsinsel Sylt.
wo wir jetzt wieder im Sommer hinfahren. Einfach mal nichts die Nordseeluft schnuppern, ein bisschen Gischt um die Nase wehen lassen. Ja, gut zu essen und viel zu schlafen, was sonst unter der Woche und auch am Wochenende leider zu kurz kommt. Mit wem würde der Bürgermeister der Stadt Eschborn gerne mal einen Tag tauschen? Ich bin und doch war früher gerne im Sport unterwegs. Ich würde gerne mal einen Tag lang Spitzensportler sein. Also am besten einer der Fußball-Bundesliga. Also ich bin kein Fußballer, aber da mal zu sehen, wie sich das anfühlt. Was für ein Sport? Fußball würde ich gerne mal machen. Mhm. Vielleicht bei meinem einmal wie Ronaldo richtig Gas geben? Erstens das, aber auch das Ganze drumherum zu erleben. Ne? Mhm. Also mal einen Tag, einen Spieltag in der Allianz Arena bei meinem Lieblingsverein FC Bayern München. Das würde ich gerne mal mitmachen. Ja, aber ich habe auch zwei Herzen in meiner Brust. Ich bin natürlich auch SGE-Fan, aber die Allianz Arena kenne ich auch gerne von innen, aber das würde ich gerne mal aus einer anderen Perspektive sehen. Und letzte Frage, Zukunftswunsch des Privatmenschen und Zukunftswunsch des Bürgermeisters. Ich sehe, dass meine Mutter mit 80 Jahren langsam ein wenig wackeliger wird. Ich sehe, dass meine Schwiegereltern auch wackeliger werden. Die sind schon über 80. Also von daher wünsche ich mir für meine gesamte Familie, aber auch für mich selbst Gesundheit. Gesundheit ist gut. Und da für uns persönlich, dass wir fit und in Würde altern. Das ist das eine und dass es meinen Kindern und auch deren Nachfolger gut geht. Das ist das Wichtigste, finde ich. Das wünsche ich mir für mich und für meine Familie. Und für die Stadt, dass wir es auch trotz der gesamten Herausforderungen, die wir haben, unabhängig von unserem Wohlstand, dass wir den Zusammenhalt nicht verlieren und dass wir uns nicht von außen, sei es jetzt von rechts oder von links, auseinander dividieren lassen, sondern dass wir einfach als Stadt und auch als Region zusammenstehen und das hochhalten, was wichtig ist. Da traue ich mich schon kaum noch abzumoderieren, aber ich sag's zumindest mal, sagt Adnan Scheik, der Bürgermeister der Stadt Eschborn. Und dafür sage ich danke für die Sätze und für den Besuch. Alles Gute. Herzlichen Dank.